Ein bisschen klein ist sie, wenn du reinguckst, ne? Die ist halt nicht so geräumig wie die gute. Bitte? Der Günther ist nicht der Größte, das stimmt. Jo. Der guckt mich gerade an. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play War Thunder. Mit mir, dem Michael Cooper und natürlich mit dem alten Bruchpiloten TH. Moin. Ja, wir wollten heute eigentlich mal wieder Jet spielen, aber mein Joystick habe ich, ich hatte ja die Settings zurückgestellt und den muss ich erstmal wieder einstellen. TH würde wieder sagen, Ausrede. Aber da spielen wir heute nochmal eine gemütliche Bomberrunde TH. Ich würde niemals sagen, dass das eine Ausrede ist. Das würde ich niemals behaupten. Ich würde Bombo sagen, du kannst mit so einem Knüppel nicht umgehen, aber. Ja. Zensur? Wo ist die Zensur, wenn man sie mal braucht? Das hat nichts mit Zensur zu tun. Die Wahrheit nein, wird Gott. Raus, cut it out. Nein, noch nicht gerade, aber schneid das raus. So. Schneid das raus. Hier, so, denn ich habe mal schon vor einer Weile mal die Mail 264. Vergiss mal deine Rede nicht, schalt erst mal auf. Er spielt, achso, ja, stimmt, wir können ja schon mal, ne? Er spielt, das ist hier ne, der Langstreckenbomber, da gab es bloß drei Prototypen, der Amerika-Bomber, oder jetzt habe ich den Begriff vergessen. Hier, wenn du von der einen Seite zur anderen quasi gegenüberliegend von der Weltkugel, wie nennt man das? Jetzt habe ich den Begriff vergessen. Egal, ihr könnt es googeln hier, gegenüberliegend, so wurde dieser Bombertyp genannt. Flug 42, das erste Mal, glaube ich. Dezember 42? Nee, ich denke, der bist eingebaut. Ja, Probe, hier, Prototyp. Ne, basiert auf dem Entwurf von Messerschmitt von Anfang der 30er Jahre natürlich dann optimiert, wo dann ne, wurde langsam weiterentwickelt ab 37 und dann kam erst 41 der Befehl hier, USA, macht mal was, wir wollen die Ostküste hier und New York, bisschen hier Störungsbomber und so. Ja, also bloß Prototypen gewesen, flog mal kurz und ja, ich habe das schon mal ein bisschen gespielt, um, das ist schon eine Weile her, um ein bisschen die Bomben zu erforschen, damit ich eine ordentliche Bombenlast habe. Ist ein bisschen wie die B-29, also quasi wenn die B-29, der Van ist oder der Ding, wie nennt man das hier, der Ding ist, komm ich nicht drauf. Wie eine B29 in schön. Ne, die B29 in schnittig, die ist ein bisschen kleiner, der ist quasi das Sportcoupé der B29. B29 Sport. Ja, genau. wenn die B29 der Kombi wäre, dann ist das das Sportcoupé. Okay, ja. Oh. I see. Und so noch was hier. So, was nehmen wir denn? Wir bleiben wieder zusammen, oder? 1, 2, 3, 4 Hütte. Irgendwie hat schon wieder was. Guck mal, du bist vorne, du musst. Ist gepinkt. Wir hatten was gepinkt hier. Warum ist denn das so laut, das Spiel? Haben die das wieder lauter gemacht? Die beiden Linken sind gepinkt, also fliegen. Okay. Immer die Rechten, okay. Ich würde sagen, ich werfe einfach mal meine drei Bömmchen oder ganz aufs Rechte ab. Also drei von meinen Bömmchen meine ich natürlich. Alter, haben die das nach dem Update lauter gemacht? Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen lauter heute. Vielleicht rede ich einfach bloß leiser. Nimm meine Einstellung, deine hoch. Du bist eigentlich schon im guten Bereich. Ich weiß, dass ich im guten Bereich bin. Jetzt geht das wieder los. Vielleicht ist hier draußen so laut. Hier drin ist leiser, ne? Also ich fliege ganz außen an. Okay, ne, ich bleib erstmal mit auf deiner Linie, dann fliege ich dann, wo wir zusammenbleiben, oder? Ah ne, ja, nee, wir machen das einzeln und dann gucken wir, vielleicht machen die anderen den anderen Bereich schon weg. Da können wir quasi dann den Flughafen klar anfliegen, mit den anderen Hälften unserer Bomben. Reicht ja. Das bei dir überhaupt? Du hast ja noch nie alle Bomben erforscht gehabt, stimmt, scheiße. Also, wenn 1500, ich weiß nicht, ob es reicht, müsste eigentlich. 750 Kilo ist eigentlich ausreichend. Also insgesamt. Na, ob da noch, 1500 hast du insgesamt, oder was jetzt? Nein, wenn ich drei Bomben werfe, meine drei ersten, dann haben insgesamt 750 Kilo Sprengstoff. Sollte eigentlich reichen für ihn. Achso, gut, und dann können wir weitermachen zum nächsten. In den meisten Fällen weiß ich ungefähr, was ich sage. Nicht immer. Na, ich dachte jetzt, war das jetzt gesamt oder nicht, weißt du?
Ich habe jetzt nicht aufgepasst, weil ich jetzt habe schon meine 4000 Kilo Bomben, quasi jeweils 500 Kilo Sprengstoff. Erforscht. Sprengstoffmasse. Sprengstoffmasse ist jeweils 500 ungefähr, also da reicht eine Tonne. Aber die habe ich schon erforscht, weißt du, meine 4, damit ich das schon schön immer einordnen kann. Da haue ich 2 pro Basis raus und dann SM92, das klingt kacke. Ich komme mal zu dir. SM92 müsste ein böser Höhenjäger sein oder sowas. Ein Attacker im Prinzip. Okay, bin im Anflug. Okay, ich drehe zum. Bin auch im Anflug. Unter uns ist jetzt die SM29. Ich sehe. Bombenschacht ist offen. So. Ja, wir werden eh nicht viel weiterkommen, so ich das versehe. Zwei sind raus bei mir. Eine BF-109, ich krieg die Krise. Ah ja, die versuchen uns zu kriegen. Beschädigt, weil mir fehlt jetzt sozusagen eine Bombe. Ich hätte doch vier werfen sollen. Bei dir fehlt auch eins. Nee, oder? Doch. Ich dachte, den Kilo reicht. Ja, ich dachte, eine Tonne reicht. Ja, hätte eigentlich auch, aber wir haben wieder nicht gesehen, dass es 4 Ziele sind. Ah ja, stimmt. Umso mehr. Ja, das merkt sich auch okay noch. Ich dachte, umso weniger, umso mehr. Ja, scheiße. Ja, dann dreh ich mal über deins. Ne, dreh lieber über deins, oder? Nicht dreh über meins. Oder machen wir es schwenken. Weil zwischen uns ist nämlich diese scheiß SM92. Die wird uns jetzt sowieso erwischen. Die kommt zum Glück zu dir, oder? Ja. Scheiße. Und da oben mal Flugzeug ausgebrannt. Sie einfach unten bleiben können und jeder jagen wie jeder andere auf. Jetzt habe ich alle Beta erwische, das war jetzt ein kurzen Schwenk. Ja, ich hab sie ja auf mich gezogen. Ja, ne, der wollte jetzt noch zu mir. Sehr gut. Ne, es ist. Den ist weg. Das ist Teamarbeit, mein Digga. Ja. Es tut mir leid, ich hol dich dann ab, rück zu. Jo. Komm schon, aber die ist schön wendig, ne? Also das muss ich sagen. Ist eine kleine gute. Nein, ich hab's verfehlt, scheiße. Ja, das war noch ein schneller Schwenk. Ich dachte, ich dreh schnell bei, damit die mich nicht mehr erwischen kann. Ich hab die noch im Schwenk quasi runtergehauen, aber wahrscheinlich war es dann nicht mehr. War es zu schwenkig, gell? Das war wieder zu schwengelig für dich, ne? Zu schwengelig, ja, ich mag's lieber. Vaginisch? Ja, okay. Ich konzentriere mich. Ich hier noch was Falsches sagen. Ich hab dir gesagt,
Ich hab's dir gestern schon gesagt, auf eine Wundenversorgung und ein Sandwich stressen, ja. Wieso? Sandwich hab ich ja, ich Sandwich essen. Das Foto war ein bisschen komisch, was du mir geschickt hast. Yes. War hübsch, aber war einer verstört. Ach, da oben ist auch noch die andere mit 26, die versucht zu kriegen. Ach, schön, hätte ich mir noch Zeit lassen können beim Bombardieren. Ich mag die irgendwie, die ist halt ein bisschen wendig. Die hat zwar nie viel Verteidigung, aber die sind dicke Verteidigung. So mit 20 mm, ne? Und die kann schnell fliegen. Ich bin bei einer theoretischen Luftgeschwindigkeit von über 500 und die flattert noch nicht. Gut konzipiert, das Baby. Ist halt nicht der größte, ne? Die hat nicht so eine Bombenladung wie den 29er, aber dafür ist halt ziemlich wendiger. War schon eine Weile her, wo ich die gespielt hatte und mal ein paar Runden gespielt habe, damit ich die Bomben habe. Ich hab schon Schiss gehabt, dass ich nicht wieder reinkomme, aber die ist eigentlich ganz cool. Ich mag sie. Und sonst, Tisch, wann war dein letztes Sandwich? Es ist schon eine Weile her. Ich esse ja selten. Was? Sandwich. Achso, ich würde sagen, du isst selten. Ich würde sagen, das war gelogen. Der hat fast, das Flügelspann war fast doppelt so groß wie lang, oder nee, ist doppelt so groß, sogar mehr, glaube ich, 20 Meter und 43 Meter Flügelspannweite. Na komm. Wir haben schon wie, wir müssen runter. Bis hier, warte mal, hier war doch noch eine Landebahn. Dann nehmen wir doch die lange hier. Obwohl du mit dem Ding auf der kurzen gut landen kannst. Dem Schnuggelscher. Da machen wir das nächste Mal Jets wieder. Wir müssen langsam mal vorankommen. Oder ich muss zumindest mal vorankommen. Gell? Der F8 wartet schon. Ich verstehe nur wir. Na, mit der Benji, das ist nie das schönste Flugzeug. Oder wir müssen vielleicht mal, oder dass ich mit der Benji halt einfach Flughafenverteidigung mache, Basenverteidigung, versuche die Bombe abzufangen, weißt du? Weil dafür ist sie ja eigentlich relativ geeignet. Knall mir ein paar Raketen drauf. Du, der Übergang zwischen Jäger, Multirollfighter und Bomber ist dann so fließend auf der Stufe. Ja, aber dass ich quasi die etwas schweren Einheiten abschießen kann, weil gegen, sag ich mal, Achter oder alles, was darüber ist, hat die echt null Chance. Die schwereren Einheiten, die tun aber einen Airspawn, also die in der Luft spawnen, die sind eher bei ihren Zielen als du auf der richtigen Höhe. Ja, dann können wir sie irgendwie. Man kann es ja mal probieren, aber sonst mit der Benji, das ist halt, ne? Achso, ich bin ja schon so weit. Das war aber schon wieder zu viel. Oh, ich bin zu hoch. Ja, ach, scheiße, ja. Ja. Ja, ich bin zu hoch. Mann! Wo ich das Ding geflogen habe, das war so easy peasy. Ja, was hast du jetzt gemacht? Bist du gefahren, oder? Ja. Testen wir gleich mal den seinen... Den ihre Flug... Der ihre Flugverhalten. Ja, wenn du jetzt mal links runter guckst, siehst du das dort? Was? Das sind vier Türme und Zelte, das kommst du hin, wenn du nicht vernünftig landest. Hä? Na, ist klar. Und gleich mal der ihren Landeklappendrehflugverhalten testen. Das sind ja besonders die P8 und du. Dann die M92. Und in Bodenangreifer und Jäger, genau, und was. Wer ist recht, finde ich auch. Ja, ja. Tja.
Bakubo kriegt das so geschmeidig hin. Und das in den engsten Fluglagen. Ich hatte jetzt bloß die Höhe nicht eingeschätzt. Ich habe mich so verquatscht, dass ich nicht auf die Höhe geguckt habe. Weil du bist halt gewöhnt, dass die größer ist, ne? Das ist halt ein kleiner, großer Bomber quasi. Und so wie die B-29. Die ist schon relativ groß. Und die ist bloß 20 Meter lang. Also es ist ein, sag ich mal, die hat diesen Ticken größer als die B-17 oder so, aber so... Man ist halt dieses Design von der B-29 gewöhnt und die ist halt noch... Die ist 30 Meter lang quasi. Die ist ein Ticken größer. Ja, warum starte ich jetzt leider in der Luft? Was ist denn da los? Weil die Landestartbahn zu kurz ist. Also mit der komme ich da hoch. Hallo? Das Spiel weiß es halt, dass du ein bisschen Schwierigkeiten hast. Schwierigkeiten? Weißt du, wie gut ich landen kann? Quatsch, gegen Kack hier. Ja, ich bin der King im Lande- und Startanflug. Also bitte. Landen vielleicht, aber mit dem Hochkriegen kann auch klappt es nicht. Ha! So, wer ist hier der Ältere von uns? Hm? Du Sack. Das Spiel lügt nicht. Das Spiel sagt immer die Wahrheit. Zocken die Zeit. Das Spiel lügt nicht. Das Spiel lügt nicht. Schon. Ach, die Respawner wieder, die Scheißdinger. Hm. Bums die Hölle. Ich brauche höher, aber Geschwindigkeit. So, noch eine Kugel mal drin um hier. Hallo, ja, schöne Fenster, hier kann man rausgucken. Das sind unsere dicken Kolbenmotoren, meine Damen und Herren. Die Knubbel auf dem Propeller. Und da ist Günther, unser Co-Pilot heute. Hallo, Günther. Kennst du noch von Bully Parade? Wie waren das? Christian und irgendwer hier Piloten aus Leidenschaft? Ja. Ja? Ja, war das ähnliches Christian, oder? Oder war das... Ich weiß nicht. War das wie Christian Tramitz und Michael Bulli Herbe? Schießen die Christian und Michael? Genau. Christian und Michael. Piloten aus Leidenschaft. Hm. Genau. Ein bisschen klein ist sie, wenn du reinguckst, ne? Die ist halt nie so geräumig wie die gute... Was, der Günther? Bitte? Der Günther ist nicht der Größte, das stimmt. Jo. Der guckt mich gerade an. Das hätte ich sehen müssen. In dem Moment hat er mich gerade angeguckt. Der weiß, was kommt. Der hat dich gehört. Günther, der meint es nicht so. Günther, der Tietsch meint es nicht so. Ist auch schon ganz lieber. Ne? So. Also vorne müsste er ihn erreichen. Ja, da müsste er ihn erreichen. Ich hoffe mal. Alter, hier sind ja alle wieder respawned. Was ist denn das für eine Dinfiff-Kacke? Den Pfiff Kacke. So, meine kleine Mimi. Schade, was ein bisschen doof ist, dass du ja im Zuschauermodus nicht durch die Position schalten kannst. Wenn du reingehen kannst? Ja, ich würde nicht auf dem Piloten sitzen, aber zumindest auf dem Co-Piloten oder Das wäre cool, wenn.
Wenn du zumindest, wenn du hier in einem hier Geschwader bist quasi, dass das geht, das wäre cool. Oh, nee, das wäre cool, wenn du meine... Oh, wenn wir in einem Team sind, könntest du meine Säcke, also hier meine Verteidigung übernehmen oder sowas. Das wäre natürlich geil. Also wenn wir im Team sind, soll ich an deinen Türmen spielen? Nein. Also irgendwie... Ja, versteht's wieder falsch. Günther. Ich frage mal Günther, warte mal. Was sagt denn Günther dazu? Also irgendwie... Günther, was meinst du? Der guckt in den Himmel. Der ignoriert dich, TH. Der ist peinlich berührt. Der wackelt gerade mit dem Kopf hin und her, der ist peinlich berührt. Günther ist peinlich berührt. Der guckt dran, dass du irgendwie mal nach links drehen musst. Bin schon dabei. Sagt in der Höhe 2,5, okay. Da müsste ich ja richtig aufpassen, dass die Rohre nicht heiß laufen. Brimpsch. Ich guck wieder Günther an, was der davon hält. Schüttelt bestimmt mit dem Kopf, Günther. Oder ignoriert einfach von seinem Himmel und guckt so. Nö, ich sag nichts dazu. Ich ignoriere das mal gekonnt. So, Bombenschacht öffnen bitte. Und wir hauen. Oh, ja, eine raus. Ja, dicke Gondeln, alter Schawede. Wett. Du siehst die dicken umgegeil, ne? Dicke Dinger unten drin. Dicke ja, Dinger. Oh, dicke Dinger. Soll ich erst die eine wegmachen und die anderen zwei auf den anderen hauen? Was meinst du? Ganz schön im Moppischen. Wenn ich überhaupt schaffe zeitlich. Jetzt kannst du dich mal aufhören, an den Bomben zu erregen, anstatt mir mal Tipps zu geben hier. Du hast ja die ganze Zeit und alles hinab. Bitte? Was soll ich denn für Tipps geben? Du bist mein Co-Pilot, du musst das andere, du bist wie beim... Das ist jetzt... Nur wenn ich dir den Tipp gebe, flieg nicht mit so einem scheiß Teams, deswegen nützt dir das auch nicht. Was? Mit so einem was? Scheiß was? Mit dir? Scheiß Teams. Nicht mit Teammates, das meine ich nicht, mit Teams. Wir sprechen über Discord. Ja, wir sind eine Staffel. Aber wir spielen in einem Team. Ach so. Du meinst das nicht? Das ist auch das Leih, ey. Ach, der TH wieder. Da ich ja sozusagen der Star der Staffel bin. Der Staffelstar. Ich glaube, ich hau das eine Ding weg und guck dann mal, was ich mit dem anderen noch machen kann, oder? Du haust das eine Ding weg und fliegst dann geradeaus weiter zu dem anderen und schmeißt dann ins Bett. Und ich gebe mal wieder Gummi. Oder Propeller. Gummipropeller. Ein Gummibrüller. Wo wir wieder bei den Torpedos im Abwägen werden. Das ist wie. Ich sag nicht. Was? Was macht das jetzt? Das hat dich schon ein bisschen durcheinander gebracht, hier, was? Wollte gerade sagen, mit seine Gedanken waren? Die waren schon ein bisschen so. Ja, stell dir sowas vor wie eine Ohrfeigenmaschine oder eine Arschplatschmaschine. Ja, so ungefähr. Ich glaube, sowas hatte ich mir nur vorgestellt, ehrlich gesagt. Genau dieses Geräusch hatte ich im Kopf. Da gibt es noch ein Spielzimmer dazu. Und mit Eisenbahn natürlich, weil da kommt ja Andreas Kreuz ins Spielzimmer. Was? Wegen der Eisenbahn. Warum ist die Basis weg, ja? Die Basis müsste weg sein. Die war weg. Das Ziel steht falsch, nie über das Ding. Scheiße, wie ist das jetzt richtig? Das war jetzt nicht über die Basis, das Zielding. Ich versuche nochmal heil leben zu kommen. You better come home, Speedy Gonzales. Lass mich alle in Ruhe. Ach, scheiße. Weil links kommt ein G55. G. Der will es dir bestimmt überhaupt geben. Bei den Wortschützen, da könntest du mit Dosen werfen oder. Ja, ich versuche schon selber zu ziehen gerade, aber.
Ja, ich brenne. Vor Leidenschaft. Kann ich nicht ausmachen hier den Motor? Was war das? I oder irgendwas? I. Muss auf dem Gas gehen, sonst geht's aber schon. Komm schon, lösche. Lösche. Du sollst löschen, hab ich gesagt. Au! Jetzt flog der Flügel ab. Ich glaube, du hast den Flügel verloren. Mann, warum löschen die nicht? Haben die keine automatische Lösch drinne? Sie werden es noch geschafft. Jungs, geht raus hier. Wir sind doch fast wieder heim, komm. Wir brauchen noch laufen bis heim. Ja, war nicht das Letzte. Also deine Glaskanzel ist so ziemlich unbeschädigt. Ja, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Wir haben. Ich hätte ja noch landen können. Mann! Ach, das gibt's ja nicht. So ist das. Aber wir sind schon bei 25 Minuten, ne? Das lohnt sich dann nicht nochmal. Hm? Die Bombe folgt dauernd zu lange, das lohnt sich nicht. Ja, hast recht, da lassen wir eh nicht immer. Schade, ne? Ging ja, war ein bisschen Action, du warst leider raus, leider. Oh, ich hab das Ding ja, schon erspielt. Nicht so schlimm, ich hab dich dafür beobachtet. Nö, ist ja gut, das ist ja, du hast dich ja quasi für uns geopfert. Meistens ist es ja so, ne? Wenn du Glück hast, kommen wir beide durch, meistens muss einer leider dran kloppen. Wir mussten uns halt so aufteilen, ne? Das war doof. Wir hätten es nie. Nächstes Mal müssen wir wieder zusammenfliegen als Schwadron. Wenn wir das Feuer vereinigen. Ja, geht das. Sind die Verteidigungsgeschütze sind teilweise für den Arsch. Ne, das Problem ist, die ist schwer bewaffnet, aber weniger. Also wenn du da mal triffst, weißt du, das ist halt, du musst halt, wenn du triffst, dann geht's schon, dann hast du schon einen kleinen Schaden. Und musst halt treffen. Das, ne? Du musst halt treffen. So, dazu mache ich später fertig. Naja, so Forschung, was forsche ich denn jetzt? Ich kann ja noch nie, oder? Ich wollte eigentlich die 5-3er Me 400 haben. Nee, warte mal, ich kann da hier die 5-7er, 5. Ach, das überlege ich mir erstmal später. Nee, du musst hier ja irgendwas auswählen. Ja, ich überlege gerade, weil ich brauche was für die Flugzeuge ja auch noch, ne? Aber das, die Me 410 ist ja ohne 3,7er. Hm. Ah, oder. Forsche ich erstmal die 4,7er weiter oder warte ich, bis ich die Me 410B kriegen kann? Und die Antwort auf diese Frage. Kriegt ihr, er seht ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play World. World of War Thunder. World of War Thunder, also hier. Ne? War Sander, einfach. Mal sehen, was nächste Mal dran ist, ne? Ich bin der Mike Kuba und sage damit ciao. Geht es auch raus, ciao, ciao. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann wäre es echt geil und knurke und Endleser vor allen Dingen, wenn ihr ein Like oder ein Abo da lassen würdet. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt aufs Glöckchen. Und ansonsten, TH, was dann? Cut it out. Yeah. Yes, a little song I wrote. You might want to sing it not for not. Don't worry. Be happy. Be happy. Don't worry, be happy.